Guten Tag, meine Damen und Herren. Montags um 6 in Stuttgart, das ist nicht die Zeit für Grüntee- und Weizenbierpausen. Montags um 6 geht es zur Sache in dieser Stadt. Eigentlich beginne ich meine Demo-Rede ungern mit einem geflügelten Wort, aber in diesem Bahnhof erscheint mir das Wort geflügelt unvermeidlich als bittere Pointe. Und weil das so ist, müssen wir etwas tun. Und das heißt bei uns in Stuttgart, nach der Demo ist vor der Demo. Und nach der Großkundgebung vom Samstag auf dem Schlossplatz starten wir heute die Montagsoffensive vor dem Bonatzbau. Ich sage nicht umsonst Offensive. Die jüngste Großkundgebung ist angriffsmäßig ja ein bisschen lang geraten. Die Tapferen von Ihnen mussten womöglich direkt vom Schlossplatz zum Bahnhof laufen, um heute Abend rechtzeitig dabei zu sein. Aber das lobe ich mir, das sind wir dem Motto schuldig. Stuttgart 21 ist überall. Wehrt euch, vernetzt euch! Dieses Motto bedeutet, der Kurs der Bewegung ist neu ausgeschildert. Wir gehen neue und auch lange Wege. Das große Theater vom Samstag liegt hinter uns. Wir sind zurückgekehrt auf die intime Bühne am Bahnhof. An diesem Ort, meine Damen und Herren, gibt es etwas zu sagen über die neue Offensive gegen Stuttgart 21, nämlich über das Nebeneinander und das Miteinander von Kleinem und Großem, sprich von der Pflicht einerseits hier im Kessel gegen den ruinösen Murks von S21 zu kämpfen, andererseits aber auch die weit über die Stadt hinausreichenden politischen und wirtschaftlichen Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen. Es geht ab jetzt um das Prinzip Stuttgart 21, um die Methode S21. Das Motto Stuttgart 21 ist überall, wehrt euch, vernetzt euch, ist richtungsweisend. Wir haben es satt, dass die Verschleierungspropaganda der Politik den Menschen in der Republik unterzujubeln versucht. In Stuttgart gehe es nur um einen Bahnhof. Die Wahrheit ist, in dieser bis heute reichen Landeshauptstadt reisen immer mehr internationale Investoren die Stadtplanung an sich. Hinter dem Bahn- und Immobilienprojekt S21 steht die Strategie des Profits. Wir nennen dies das Prinzip Stuttgart 21. Und dieses Prinzip, diese Methode spiegelt sich in anderen Großprojekten deutscher und europäischer Städte. Meine Damen und Herren, ich bin nicht so anmaßend, aus meiner beengten Perspektive Parallelen mit Istanbul zu ziehen. Klar ist aber, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten solidarisch sind und mit allen Türkinnen und Türken im Protest gegen die brachiale Gewalt der Staatsmacht. Stuttgart 21 ist überall, meine Damen und Herren, hat uns bereits jetzt die Aufmerksamkeit und Sympathien von Initiativen der Bürgerbewegungen in anderen Großstädten gebracht. Als am Samstag Sprecherinnen und Sprecher von Protestinitiativen aus Hamburg, Berlin, Frankfurt und Turin auf dem Schlossplatz solidarisch für uns auf die Bühne gingen,
waren das nicht etwa einmalige Gastspiele. Diese Leute haben erkannt, dass unsere Bewegung keineswegs nur gegen eine lokale Baustelle mit stadtzerstörerischem Ausmaß kämpft. Sondern, dass wir etwas gegen die antidemokratische Politik tun, die dahinter steckt. Unsere neuen Freunde unterstützen uns, weil die Bewegung gegen Stuttgart 21 nicht nur vor der eigenen Haustür gehört, sondern generell die ökonomischen Hintergründe eines Großprojekts aufdeckt und sich gegen die sozialen Folgen der politischen Machenschaften zur Wehr setzt. Die Beschäftigung mit dem Prinzip Stuttgart 21 führt uns vor Augen, wie überall in der Republik mit Steuergeldern umgegangen wird, wie Geld von unten nach oben verschoben wird, wie Lebensqualität zerstört wird. Wir haben die Pflicht, uns diesen Herrschaften in den Weg zu stellen. Denn wir wissen, was sie tun. Und sie sollen wissen, dass wir etwas dagegen tun. Es ist doch kein verdammter Zufall, wenn Immobilienspekulanten an verschiedenen Orten der Stadt Einkaufszentren und Luxuskästen mit seriell gefertigten Dekoteilen hinstellen und gleichzeitig in Stadtteilen die Mieten so drastisch steigen, dass die Existenz der dort lebenden Menschen gefährdet ist. Denken Sie an den Heilschlag, an den Nordbahnhof, an Ostheim, und das sind nur ein paar Beispiele. Das Motto Stuttgart 21 ist überall bedeutet, wie die Menschen anderer von Spekulanten vereinnahmten Metropolen fordern auch viele S21 Gegnerinnen und Gegner ihr Recht auf Stadt. Sie wollen die Stadt für alle. Sie gehen auf die Straße, damit dieses ohnehin verschandelte Stuttgart nicht vollends seinen Charakter und seine Identität verliert. Damit ein Stuttgart nicht gänzlich verkommt, wie zum Beispiel das Leonhardsviertel. Und unsere Bewegung gegen Stuttgart 21 hat eine größere Wirkung, als manche auch nur ahnt. Einer der Gastredner der Demo am Samstag war Albrecht Müller, der große Stratege aus den besseren Tagen der SPD und heutige Herausgeber, der nach den Seiten sagt, ich zitiere, ich bewundere die Fantasie und die Ausdauer des Widerstands gegen Stuttgart 21 und der Befürworter von K21. Was Sie hier mit Demonstrationen und der vielen Expertenarbeit und der juristischen Begleitung geleistet haben, hat weit über Stuttgart hinausgestrahlt. Deshalb liegt es nahe, den Widerstand gegen die Methode Merkel auszudehnen und ihn hier vor Ort nicht aufzugeben. Projekt Stuttgart 21 ist überall, wird euch vernetzt, euch könnte Katalysator und Kern einer neuen Bürgerbewegung werden. Albrecht Müller sagt auch, wovor wir in Zukunft die Leute bei jeder Gelegenheit warnen müssen, nämlich vor der hemmungslosen Propaganda und gefährlichen Manipulation, die Politik und Wirtschaft in Tateinheit die Korruption auf die Menschen ausüben. Er sagt dies auch speziell im Hinblick auf die absurde Tatsache, dass viele Leute hier im Land bis heute keine Zweifel an der mit reichlich Geld und falschen Behauptungen manipulierten Volksabstimmung über Stuttgart 21 haben. Meine
Meine Damen und Herren, am einfachsten sichert man sich die Zustimmung eines Demo-Publikums mit der Erwähnung populärer Politiker. Wozu aber sollte man sich über einen selbsternannten Landesvater auslassen, wenn man ihn sowieso nicht als Autorität anerkennt? Etwa, weil er seine Politik des Wegschauens, seine Haltungslosigkeit permanent mit einer mehr als fragwürdigen Volksabstimmung rechtfertigt. Nicht seine Frau, sondern ihn selbst, diesen grünen Hobbybohrer, sollte man als Patron der Tunnelkatastrophe ausrufen. Damit in Zukunft alle wissen, wer das bevorstehende Stuttgarter Städtebau-Desaster unterstützt hat. Die Floskel von der kritischen Begleitung ist in Wahrheit nur billige Täuschung. Stuttgart 21 bedeutet auch, wir wollen uns mit gleichgesinnten Menschen in anderen Städten zusammentun. Zorn allein genügt bekanntlich nicht. Zorn muss politische Folgen haben. Das Motto Stuttgart 21 ist überall, öffnet uns die Türen zu anderen Kräften der außerparlamentarischen Opposition. Das war bereits neulich zu spüren, als ein Sonderzug mit 500 alles andere als blinden Passagieren zu Blockupy nach Frankfurt fuhr. Diese Tour löste einen Aha-Effekt aus. Die Stuttgarter, hörten wir immer wieder in Frankfurt, haben ja viel mehr als nur ihren Bahnhof in der Birne. Der Austausch, die Teamarbeit mit den Initiativen gegen den Abbau demokratischer Bürgerrechte in anderen Städten ist die Herausforderung dieser Zeit, der sich auch die Zögerlichen unter uns stellen müssen. Dazu zitiere ich jetzt Volker Lösch aus einem Text, den er am Samstag mit Blick auf die Bahnhofsturmuhr nicht mehr vorgetragen hat und der mir als Schwabe zu schade ist zum Wegwerfen. Darin, in diesem Text heißt es: Es geht beim Prinzip Stuttgart um eine ungeheure Kraft, um eine faszinierende Aufbruchsenergie, die große Möglichkeiten bietet. Den Zweiflern aus den eigenen Reihen entgegnen wir: Nein, es ist kein Gemischtwarenladen, den wir hier präsentieren. Nein, die Prinzip Stuttgart 21 Debatte lenkt nicht ab vom Kampf gegen den Bahnhof. Das schiere Gegenteil ist der Fall, wenn wir das Prinzip beschreiben, eine Methode benennen. Können wir die Potenziale unserer Bewegung entscheidend erweitern. Wenn wir das große Thema solidarisch und klug vernetzen, gibt uns das Kraft und Mut für die Bekämpfung des kleinen Themas. Wenn wir das Überregionale gemeinsam angehen, bekommen wir für das Lokale die nötige Rückendeckung. Durch das Außen thematisch und intellektuell erweitern, schärfen wir nach innen unser Profil. Es wird für unseren Protest entscheidend sein, wie wir das Projekt Stuttgart 21 als Prinzip einer politischen Ökonomie darstellen, die nicht allein in Stuttgart gilt. So, meine Damen und Herren, so viel von meinen Zetteln mit dem hoffentlich etwas erhellenden Nachschlag zum Demo-Marathon vom 15. Juni.
Das reicht für einen frühen Montagabend im Stuttgarter Sommer. Bewahren Sie sich Ihr Stehvermögen und Ihre Energie, Ihre Kraft und Courage für eine Zukunft unter dem Motto Stuttgart 21 ist überall. Wehrt euch, vernetzt euch! Mit einem geflügelten Wort aus der Fußballersprache habe ich begonnen und mit einem solchen schließe ich für heute meinen Papierladen. Wo wir sind, ist oben! Vielen Dank, und tschüss! Herzlichen Dank, Joe Bauer, für diese druckvolle, kraftvolle und kraftspendende Rede, die Sie auf blauem Papier in den Bauchläden und an der Mahnwache bekommen können. Genauso wie es auch noch Restbestände der tollen Reden vom Samstag gibt bei der Mahnwache. Einen Termin habe ich für Sie, und zwar einen TV-Tipp. Morgen, Dienstag, Frontal 21, ein Beitrag zum Schreckbahnhof und zu den Gefahren, die von der Schräge ausgehen. Ansonsten sind wir zu Ende mit der 176. Montagsdemo. Der Demozug beginnt jetzt Richtung Wagenburg-Tunnel, dort links statt auswärts die Landhausstraße, dann hoch bis zum Kernerplatz. Am Kernerplatz das offene Mikrofon, unter anderem mit Heike Hensel aus dem Bundestag, von den Linken, die jetzt in Istanbul dabei war und Ihnen direkt erzählen kann, wie diese Räumung in Istanbul sich angefühlt hat. Nächste Woche, heute in einer Woche, 177 ist die nächste Nummer der Montagsdemo. Hier wieder 18 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Bis dahin eine schöne Woche und schreiben Sie an Frau Merkel. Tschüss! Ja.